Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich bin Monsieur Christian. Vielleicht sollte ich eher sagen zu diesen Tarotkartenlegungen. Wie du sicherlich schon bemerkt hast, haben wir hier heute wieder zwei Decks. Das heißt, es wird so sein, dass es wieder zwei Legungen sind. Und die, mit der du in Resonanz gehst, ist die richtige Legung für dich. Wo dir dein Bauchgefühl einfach sagt, das ist das Richtige. Dabei ist es auch wichtig, wirklich aufs Bauchgefühl zu hören und nicht auf das, was man hören möchte. Ich glaube, das ist oft was, was für Verwirrung sorgt. Und deswegen ist es eben wichtig, wirklich die Legung zu nehmen, wo einem wirklich die Intuition sagt, das ist es. Ich habe es vielleicht innerlich schon gewusst oder ich fühle einfach, dass es passt und nicht, ich hätte gern, dass das so ist. Das ist ein Unterschied. Wir fangen wieder mit diesem Deck an und du hörst dir einfach beide an. Natürlich kannst du auch, wenn du mit einer in Resonanz gehst, brauchst du die andere nicht anhören oder kannst sie abbrechen. Ich sage nur immer, es ist besser, sich das anzuhören. Das kostet nichts, weil du oft, also bei mir ist es oft so, dass ich Dinge sage und sie ergeben am Ende einer Legung noch einen ganz anderen Sinn als zum Beginn der Legung. Gut, fangen wir wieder an mit diesem Tarotkartendeck. Sind beide sehr schön, aber ich fange immer mit diesem Deck an. So, und ich mische natürlich die Karten wieder durch. Und los geht's. Wir fangen an mit dem Pagen der Schwerter, dem Rat des Schicksals und der Sechs der Münzen. Interessant. Also, was ich jetzt sehe, ist, dass es jemanden gibt in deinem Umfeld, der heimlich in dich verliebt ist. Der irgendwo einen Crush auf dich hat. Ich sage jetzt Crush, weil es irgendwie wirklich ein Crush ist und ich bin kein Freund davon, alle Wörter zu anglisieren und dann Englisch zu sprechen, aber ich finde, dass das Wort passt hier so gut und ich werde dir auch sonst in der Legung nicht irgendwelche englischen Wörter dazugeben. Nein, das bleibt alles, wie es ist und wie es sein muss. Das ist jemand in deinem Umfeld und das kann einerseits sein, dass du einen Verdacht hast, wer es sein könnte. Da gibt es oft Indizien dafür. Da hat man oft so ein Gefühl oder wundert sich, warum ist er dann bei mir? Auffällig oft bei mir. Das ist nicht einer, der jetzt bei jedem redet. Das kann zum Beispiel bei der Arbeit sein. Das ist eben sowas bei der Arbeit, wo du die Situation hast, dass einer immer mit dir redet und du weißt nicht warum. Es gibt die bei der Arbeit, die reden mit jedem, um die Zeit totzuschlagen, aber da ist das nicht so. Das muss jetzt nicht bei der Arbeit sein, aber irgendwo im Umfeld. Es kann auch im sozialen Umfeld sein oder irgendwo, wo du hingehst, irgendjemand, der dich schon öfters ansieht, der deine Nähe sucht. Aber das ist ganz gefinkelig, das ist nicht so einfach. Es gibt nämlich auch Leute, wo man sagt, gut, da hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Das ist zum Beispiel oft so, wenn du wo arbeitest. Und da kommt immer wieder ein Kunde, vielleicht ist er dir mal aufgefallen, sieht gut aus oder auch nicht, aber der kommt öfters und irgendwann erfährt man, ja, der war in dich verliebt. Man fragt sich, was? Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, es ist nicht so einfach. Weil einerseits ist eine Person in dich verliebt, aber es ist eben offen, ob du ein Gefühl hast, wer es sein könnte oder nicht. Und es ist oft jemand, von dem man es am wenigsten erwartet. Wir schauen uns eh noch ein bisschen mehr natürlich zu ihm an und versuchen dafür Klarheit zu sorgen. Wir haben den Pagen der Schwerter. Also du kannst dir das vorstellen wie einen geheimen Verehrer, der sich dir nicht wirklich offenbaren will. Der nicht direkt zu dir hingeht und dir sagt, ich habe Gefühle für dich oder
man muss ja nicht gleich zu jemandem hingehen und sagen, ich habe Gefühle für dich. Man kann ja auch einfach mal ins Gespräch kommen. Man kann ja dann einfach mal nach einem Treffen fragen. Ich wollte jetzt schon Date sagen, aber ich habe vorher gesagt, ich benutze jetzt keine englischen Wörter mehr und deswegen habe ich Treffen gesagt. Und so wäre auch der normale Fall. So wäre es rational und so sollte es sein. Man sieht sich irgendwo oder man trifft jemanden, egal ob du mit der Person jetzt Blickkontakt hattest oder nicht. Der Mann kommt dann im Regelfall zur Frau, spricht sie an, kommt mit ihr ins Gespräch, man spricht ein paar Minuten, gut und schön, fertig. Dann ist mal ein bisschen so ein Eindruck hinterlassen, beziehungsweise weiß man, dass jemand da ist. Dann beim nächsten Mal kommt man wieder ins Gespräch und spürt schon ein gewisses Etwas, also eine Anziehung, Sympathie, das ist noch nicht immer gleich eine Seelenverwandtschaft und das muss jetzt nicht sowas sein, aber man spürt einmal eine gewisse Grundanziehung, man ist kompatibel. Dann beim dritten Mal macht man sich ein Treffen aus. Und dann trifft man sich und dann führt im Glücksfall das eine zum anderen, positiv gesehen. Nur ist das alles nicht so einfach, gerade heutzutage. Das ist jemand, der sich schwer tut mit sowas. Bei dem kannst du mit so einem normalen Verlauf nicht rechnen. Und das, ja, ich würde auch schon sagen, das ist jemand, der schon länger ein Auge auf dich geworfen hat, nicht erst seit gestern, eifersüchtig von der Art her, also grundsätzlich ein gutherziger Mann, es kann natürlich auch eine Frau sein, je nachdem, was du bist, ein Mann oder eine Frau. Wenn du mich kennst, weißt du, immer aus der Sicht der Frau, die meisten Zuseher sind Frauen, die Mehrheit gewinnt. Aber das ist jemand, der seine guten Seiten hat, aber die große Schwachstelle ist die Eifersucht. Das ist wirklich das. Und Vorsicht ist geboten. Mit dieser Person, wenn du da mal mehr zu tun hast, weil die Anziehung ist auf jeden Fall da und ich sehe, dass das jemand ist, der sich am Anfang wirklich, wirklich löblich benimmt. Das ist jemand, der sich sehr, sehr charmant verhält, wenn erstmal diese erste Hürde des ersten Kennenlernens, des ersten Gesprächs überwunden worden ist, dann zeigt sich diese Person von der Schokoladenseite. Nur ist das jemand, der, ich würde gar nicht sagen, wirklich bewusst jetzt wie ein Narzisst oder sowas dich bewusst ausnutzt und manipuliert, aber jemand, der schon sehr fordernd ist. Du siehst hier die Sechs der Münzen. Vielleicht kennst du die Karte und die steht oft dafür, dass du sehr viel gibst und jemand anderer sehr viel nimmt. Und du bist grundsätzlich jemand, der sehr viel gibt. Vor allem, wenn du in einer Beziehung bist und dir jemand sehr, sehr wichtig ist. Also du gibst auch bei Freunden, Familie viel, vielleicht Kinder, wenn du welche hast. Da gibst du einfach viel, weil dir diese Personen wichtig sind. Und in der Liebe gibst du auch viel. Und bei dieser Person musst du aufpassen. Weil das ist wirklich jemand, wenn du dem ein Stück vom Kuchen gibst, will er den ganzen Kuchen. Sobald du ihm ein bisschen mehr gibst, will dieser jemand auch mehr. Unterbewusst, bitte. Hier, den Gehängten. Also das ist wirklich unterbewusst. Das Rad des Schicksals. Ja, also ich würde sagen, irgendwann wirst du mit dieser Person wohl oder übel einmal eine Konfrontation haben und da wird sich dann herauskristallisieren, ob ihr zusammenpasst. Das ist wirklich der Punkt, wo sich das herauskristallisiert und ich sehe auch, dass das jetzt noch niemand ist, mit dem du schon etwas hattest. Also das ist niemand, mit dem du schon eine Beziehung oder etwas dergleichen hattest oder ein Verhältnis, eine Affäre. Nein, das ist jemand, mit dem du noch nicht intim war es oder etwas in der Richtung. Aber von dem, was ich sehe,
schauen uns das nochmal an. 9 der Münzen. Die Gerechtigkeit, der Tod. Ja, also da seid ihr schon kompatibel. Nur ist es auch so, dass das jemand ist, der gerade mit etwas Altem abgeschlossen hat. Also der hatte noch Altlasten im Sinne von Gedanken an etwas Früheres, was ihn sehr belastet hat, eine Beziehung oder ein Geschehen ist. Aber die Person ist momentan wirklich an einem Punkt, wo sie sagen kann, ja, ich habe mit dem abgeschlossen. Also wo wer wirklich bereit ist für was Neues, wirklich bereit ist, Neues ins Leben zu lassen und wirklich auch eine glückliche Beziehung zu führen. Und das ist jemand, der auch sich in letzter Zeit sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat. Jemand, der sich wirklich mit sich selbst und seinem Weiterkommen auseinandergesetzt hat. Gut, das war jetzt die eine Legung. Und jetzt gehen wir über zur zweiten Legung. Und ja, da haben wir diese Karten. Ich finde, sie schauen vom Rücken her etwas geheimnisvoller aus. Was daran liegt, dass sie schwarz sind. Also schwarze Karten sind irgendwie immer geheimnisvoller als weiße Karten, würde ich sagen. Dann noch mit diesen goldenen Verzierungen. Das schaut wirklich schön aus. Ja. Und ja, falls du es noch nicht getan hast, könntest du mir gerne folgen und die Benachrichtigungsglocke unter dem Video aktivieren, damit du auch keine weitere Legung von mir verpasst. Ich versuche eigentlich jeden Tag ein Video rauszubringen, beziehungsweise eine Legung, Video von einer Legung. Und manchmal gelingt mir nur jeder zweite, aber ich schaue wirklich, dass es jeden Tag sein soll, also dass du dich da wirklich darauf verlassen kannst und auch freuen kannst, falls du öfters zuschaust, dass du, wenn du am Abend von der Arbeit nach Hause kommst beispielsweise, weißt, dass du dir jetzt deine Legung anschauen kannst oder anhören kannst. Gut, fangen wir mit den ersten Karten an. König der Schwerter. Der Turm. 7 der Münzen. Hier sind wir wieder an einem Punkt, wo es um jemanden aus deiner Vergangenheit geht. Also da ist jemand, der sich stark zu dir hingezogen fühlt, nur sich nicht wirklich traut, das auch zu zeigen. Sich nicht wirklich traut, da auch auf dich zuzukommen. Also das ist jemand, der hier den König der Schwerter, der eine kalte Fassade, eine gefühlslose Fassade aufsetzt, nur um sich selbst davor zu schützen. Ja, vor was eigentlich? Vor was sich eigentlich zu schützen? Also das ist bei ihm so ein Kopfkonstrukt. Also er macht sich da viele Gedanken drüber. Er hat irgendwie Angst, dass du ihn nicht mehr wirklich lieben kannst, weil Dinge vorgefallen sind, weil er dich hingehalten hat. Also das ist wirklich interessant. Und du musst dir vorstellen, warte, ich ziehe jetzt noch eine Karte, um Gewissheit zu haben, um Klarheit zu schaffen. Die Hohepriesterin. Ja, gut. Das läuft nicht wirklich bewusst ab. Also er sitzt nicht zu Hause und denkt sich, ja, Gefühle, ja, wirklich habe ich. Die interessiert mich wieder. Ich habe jetzt doch zu mir gefunden und weiß, was ich will. Ich weiß, dass ich sie will. Aber ich traue mich nicht, weil sie könnte mich ablehnen. Eigentlich weiß ich, ja, ich weiß es selber nicht so genau. Ich
habe momentan keine Klarheit. Nein, es ist wirklich eher so, dass das genau in seinem Unterbewusstsein abläuft. Dass er unterbewusst denkt, dass das, was er getan hat, dich verletzt hat und dass du deswegen keine echte Liebe mehr für ihn empfinden kannst. Weil er nicht versteht, was es wirklich bedeutet zu lieben. Wirklich zu lieben bedeutet, so jemand bist du an diesem Punkt. Nur er versteht das nicht, weil er es nicht kennt. Weil er es noch nie in seinem Leben gehabt hat. Also, wirklich lieben bedeutet, zusammenzuhalten. In guten wie in schlechten Zeiten. Und ihr müsst dazu nicht unbedingt verheiratet sein. Es gibt auch Ehen, die scheitern. Man gibt sich immer da leichtfertig das Versprechen und die meisten Ehen scheitern dann. Ich weiß nicht, wie viele Prozent, aber es sind sicher über 50% der Ehen, die früher oder später scheitern. Das, ja, die haben ein Wort einfach leichtfertig benutzt. Die haben leichtfertig eine Richtung gewählt, die sie eigentlich gar nicht hätten wählen sollen. Das heißt, Liebe heißt einfach, egal was ist, dass man sich beisteht. Das heißt, egal was ist, vielleicht geht es dem einen schlecht, man ist irgendwie krank, man liegt zu Hause und der Partner kümmert sich um einen, das ist Liebe. Liebe ist nicht immer nur Intimitäten und Urlaub fahren und Kennenlernphase und dies und das. Das ist Verliebtheit. Das hat nichts mit einer besonderen Verbindung zu tun. Das hat nichts mit wahrer Liebe zu tun. In wahrer Liebe gibt es das, aber das gibt es auch ohne wahre Liebe. Verstehst du, was ich damit sagen will? Auch wenn man mit jemandem lang Zeit verbringt, kann sich eine körperliche Anziehung entwickeln, kann sich eine Verliebtheit entwickeln, nur hält es nicht ewig. Auch wenn man jemanden nur attraktiv findet, ohne wirklich zu lieben, kann man Verliebtheit spüren. Nur kristallisiert sich das nach einer Zeit heraus, ob wahre Liebe da ist. Und viele sind dann oft noch zusammen, weil sie eben in einer Ehe sind, weil sie sich das Ja-Wort gegeben haben und dann aber bemerken, dass es doch nicht das Wahre ist. Und dann ist es gar nicht mehr so einfach, aus einer Ehe rauszukommen. Natürlich, man kann sich mal trennen, ja, aber das ist natürlich auch mit wirtschaftlichen Mühen verbunden. Das ist einfach mit viel Aufwand, vielen Nerven und vielen grauen Haaren, die hätten vermieden werden können, verbunden. Und er kennt dieses Gefühl der Liebe nicht. Also diese wahre Liebe, die du für ihn empfindest, die kennt er gar nicht. Das heißt, du würdest ihm noch eine Chance geben, obwohl viel vorgefallen ist. Tief im Innern, frag dich einfach selbst mal. Also ich glaube, das Wichtigste, was wir hier rausnehmen können in dieser Legung, weil da wird noch etwas kommen, er wird wieder auf dich zukommen. Das Wichtigste, was du dich fragen musst, ist, würde ich ihm noch eine Chance geben, wenn ich wirklich wüsste, dass er sich geändert hat. Dass er seine Wesenszüge, die mein Herz gebrochen haben und die Beziehung kaputt gemacht haben, wirklich abgelegt hat, würdest du ihm dann noch eine Chance geben?